Knie. Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Driver. Und ja, wir machen jetzt weiter. Wir haben ein paar neue Jobs an Land wahrscheinlich. Und ja, wir hören uns jetzt erstmal an, was wir hier als nächstes tun müssen. Sie haben drei neue Nachrichten. Oh, drei neue Nachrichten haben wir. Wir sind inzwischen sehr gefragt. Also schauen wir mal, wer von uns jetzt was will. Es gibt ja eine Mission mit einem Taxi, da muss man jemandem Angst machen. Ich hoffe, dass die Mission jetzt hier mit dabei ist, weil die macht richtig viel Spaß und die möchte ich auf jeden Fall zocken. Nee. Komm runter zu Fisherman's Wharf. Ich hab da ein paar abgesägte Knarren im Kofferraum. Yappies Gang sucht diese Honeys. Also brauche ich einen Fahrer, der so richtig Stoff gibt, wenn es sein muss. Wie sieht's aus? Nein. Ich mache einen kleinen Abstecher ins Einkaufszentrum. Keine große Sache. Brauche nur noch einen Fahrer, um das Bild abzurunden. Ich weiß, das ist was für dich. Passt das in deinen Zeitplan? Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Die Taxifahrt ist doch nicht mit dabei. Aktenkoffer oder Schrotflinte? Mit Kaus möchte ich jetzt nicht machen. Aktenkoffer oder Schrotflinte? Tja. Wir machen mal Schrotflinte. Und ja, machen wir mal mit der Schrotflinte. Auf den Aktenkoffer hat jetzt ja keine Lust, so wirklich um ehrlich zu sein. Und auf den Koffer ist auch nicht. Also weiter muss er die Schrotflinte. Was ist so mit dem Taxi? Müssen wir jemand mit dem Taxi durch die Gegend fahren? Und in Angst. Angstbarometer füllen. Und begibt dich nach Fisherman's Wharf. Alter, fahren wir da mal hin. Und schauen wir mal, wie jetzt die Mission hier wird. Drei Minuten fünf haben wir Zeit. Schauen wir uns auf der Karte mal um, wo wir hin müssen. Ist jetzt nicht so weit. Also denk mal. Wir fahren da an, kommen da an, müssen irgendwas holen und dann geht es gleich weiter. Weil für die paar Meter, drei Minuten ist ja viel zu viel Zeit. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. So. Deswegen trotzdem versuchen, zeitsparend zu fahren. Also so schnell wie möglich da ankommen, auch wenn wir jetzt die Bullen ja wahrscheinlich im Schlepptau haben. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, eventuell einen Zeitverlust zu kriegen, weil ich nicht weiß, ob die restliche Zeit ausreicht, um den Rest der Mission zu schaffen. Und Polizeiwagen steht genau am Pfeil da. Aber wir haben es geschafft. Hä? Wie jetzt? Echt jetzt? Für die paar Meter so viel Zeit? Wollt ihr mich veräppeln? Es ist alles für dich geregelt. Yappies Ratten wissen bestimmt darüber Bescheid. Dann wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Na, jetzt wusste der schön den Sitz voll kotzen, Alter. Und los geht's. Halt! Wir müssen in die Richtung. Aber wir fahren mit der Zeit. Ist schon mal gut. Und jetzt haben wir die Bullerei am Sack. Oh, scheinen noch keine allzu großen Probleme zu machen. Ah, da haben wir übrigens auf der Karte, was ihr seht, diese komische U, das ist eine Tiefgarage. Da kann man rinfahren, dann fährt man da hoch. Oh, du Drecksau, Alter! Alter Falter, hat er mich gerade weggewichst hier. Wahnsinn. Das wird später für die Mission ganz wichtig, dass wir den Parkhaus da, rinfahren müssen. Das wird ziemlich klappt vom Zeitfenster her und alles. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir da angekommen sind.
Boah, Alter, hat er mich gerade weggeballert, ey. Wahnsinn. Diese Rough Pornos im View-Porno, wo die überall herkommen, ey. Da hinten so die gerade zimperlich zur Sache. Völlig kaputt, ey. Und weiter geht's. Ah, kriegen wir von den Bullen bis dahin loswerden. Ansonsten müssen wir ihn kaputt fahren. Na komm, da ist die Einfahrt. Hoppala. Mann, jetzt lass mich doch mal hier. Ja, logisch! Oh, ich hab's hier ahnt, ey. Kommt der denn jetzt plötzlich hier? Ist aber kein Bulle. Das war jetzt, ja, wahrscheinlich einer der anderen Gangmitglieder, die auf die Nun, vielleicht musst du dem Kerl noch ein wenig näher auf den Pelz rücken. Ich überlasse das deinem professionellen Urteilsvermögen. Taylor, komm her! Slater, hier ist der Junge, den ich dir vorstellen wollte. Er hat ein paar Fahrten für Geschäftsfreunde von mir erledigt. Ach, ihr zwei kennt euch schon? Dieser Kerl war mal Rennfahrer, bis er einen kleinen Unfall hatte. Nun gut, ein bisschen Konkurrenz kann dir nicht schaden, Slater. Er ist keine Konkurrenz für mich. Du bist gar nicht so entstellt, wie ich dachte. Das ist der Typ, der mich rausgeholt hat. Ich hoffe nicht, dass du ihn abknallen willst, mon cher. Nicht, wenn er eine 357er Magnum zwischen deine Augen zielt. Steck das Ding ein, Slater. Sowas passiert, wenn man das Maul nicht halten kann. Richtig. Also lasst uns alle cool bleiben. Könnt ihr euch sogar beide gebrauchen, wenn Jean-Paul hier sein Geld wert ist. Wir werden das schon schaukeln. Slater, Tanner arbeitet jetzt für mich. Jo, wir uns immer höher in der Hierarchie dieser Verbrechenskreise. Da machen wir mal einen Safe-State hier. Sie haben drei neue Nachrichten. Ja, und dieser Slater, der wird uns noch ein paar Probleme bereiten. Ah. Es wartet ein Taxi auf dich. Ja. Du sammelst den Typen ein und machst mit ihm eine Spritztour, die ihm beim Ordnen seiner Gedanken hilft. Sorgt dafür, dass er unseren Standpunkt kapiert. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Aber wir hören uns mal trotzdem noch an, was wir sonst noch so für Nachrichten haben. Ja, ich bekomme zwei große Chicken Deluxe Pizzas und tun Sie bitte extra Käse drauf, ja? Meine Fresse, ich bin hier ein Pizzalieferant oder was? So, machen wir mal die Taxitour. Da hat mich schon so drauf gefreut. Dem Typen Angst machen, das ist lustig. Ja, und ja, den Slater müssen wir auch noch ausschalten. Das wird eine richtig, eine der schwersten, die man irgendwie machen kann. Da müssen wir den Wagen zu Schrott fahren und der Typ ist echt fix unterwegs. Also. Was doch? Oh mein Gott. Ja, gib Angst ein, genau. Oh mein Gott. Schon gut, schon gut. Ich hab verstanden. Oh mein Gott. Oh, jetzt so einen schönen 1080 hier. Den Baum fahren. Das macht so Laune, Alter. Das ist eh meine absolute Lieblingsperson im Spiel. Das macht so Spaß. Ja, jetzt machen wir mal rückwärts hier. Ah, jetzt wird noch ein kleiner Sprung. Okay, ob wir jetzt auch noch einen Sprungdingens hier finden. Und zwar auf die Zeit nämlich davon. Natürlich bin ich jetzt von einer Stadt geraten, wo keine Sprungdinger sind. Ah, wie es aussieht, darf ich die Mission mal von vorne machen.
Es gibt hier keine Sprungschancen hier. Was soll denn jetzt? Warum ist hier alles so beschissen flach, Alter? Nee, keine Chance. Alter Falter, ey. Wo sind denn jetzt hier die ganzen Straßen, wo man springen kann? Du bezackt das hier, ey. Sagen Sie mir, was Sie wollen. So, haben wir schon mal richtig schön voll gekriegt hier. Ja, muss irgendwie springen, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt hier dafür hin muss. Meine Fresse. Mal hier knapp überholen und so eine Kacke. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Ja, ich will springen. Was alles Flachland hier. Wo muss ich denn da hin? Ich glaube, Scheinertaum war das doch, ne? Wo er so hoch hing. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Alles klar, gut. Dann, ja, wunderbar. Ah, ich wollte eigentlich ein bisschen durch die Gegend springen mit dem Idioten. Au, oh, das ist auch mal so ein knappes Zeitfenster. Auch wieder mit Bullereien und jetzt im Regen. Das könnte jetzt auch, ja, ein paar Versuche dauern. Wollen wir auf der Karte gehen, wie ich jetzt am besten fahre. Okay, alles klar. Jetzt komplett durch und dann nach links. So, komm mal her hier. Na, dann müssen wir eigentlich relativ schnell schaffen. Jetzt langsam. Da ist mich gerade ein Polizeiwagen gefahren. Jetzt im letzten Augenblick von der Bullen gejagt zu werden, kann ich nie brauchen. Und jetzt, ja, fahren wir jetzt am besten. Kann leider nicht die Karte. Ja, am besten die Straße komplett durch und dann hinten rechts runter, dann kommen wir direkt drauf zu. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass wir es schaffen, wa? Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil der Zeitfenster ist nicht gerade groß, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier wollte ich eigentlich mit dem Taxi lang donnern. Schön springen. Da hätte der Typ mich auch nochmal einen schönen Angstbalken vollgeknallt, aber nein. Ich bin mal schon gespannt auf die Rambock-Mission mit diesem Slater. Das wird nicht einfach. Wie sieht's aus? Ja, wie gesagt, immer weiter schön geradeaus, bis es nicht mehr geht. Aber so, da haben wir jetzt gerade rechts ein Gebäude, da komische Dreiecksgebäude, das ist bestimmt irgendeine Sehenswürdigkeit aus San Francisco. Aber ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Deswegen weiß ich nicht, wie das Ding heißt. Aber es ist bestimmt irgendeine Sehenswürdigkeit. Und ob wir hier mal über die Golden Bridge fahren, das weiß ich jetzt auch nicht. Golden Gate Bridge fahren, das weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Haben wir die überhaupt? Auf der Karte hier? Ja, irgendwo da oben wahrscheinlich. Ganz oben links, der letzte Streifen. Der könnte wahrscheinlich rüber gehen über die Golden Gate Bridge. Können wir mal ausprobieren in der freien Fahrt. Schauen wir uns mal so ein bisschen um. Alter Falter. Die sind schon echt hart knallhart drauf, die Jungs hier. Ey, zum Glück habe ich keinen Schaden. Ja, so. Jawohl, die sind voll reduziert in den Verkehr. So war das geplant.
Ja, bleibt aber jetzt ruhig hier. Wir haben es ja gleich geschafft. Immer schön durch den Verkehr schlängeln hier. Oh, wir liegen ja wirklich sehr gut in der Zeit gerade. Sehr schön. Hätte ich gedacht, dass wir... Alter, jetzt haut doch mal ab hier. Die nächsten Bullen tauchen gleich auf. Sag ich doch, da ist er. Geht doch. Und da geht, haut er ab mit dem Hubschrauber jetzt. Und tschüss. Ja gut, der Propeller da, oder die Propeller bewegen sich jetzt gerade ein bisschen doof. Ja, also spätestens wenn Propeller sich so bewegt, sollte man am Hubschrauber noch ein paar Schrauben nachziehen. Ansonsten kann es sein, dass er abstürzt. Aber gut, hat ja trotzdem alles funktioniert. In der Videospiel war ja so ein kaputter Rotor vom Hubschrauber. Ist kein Problem. Ja, und jetzt schauen wir uns den nächsten Part an. Was die mit uns vorhaben. Mission aus Mitleid, genau, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ja, und würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ne? Bis dahin, so, das bin ich gerade auf den falschen Knopf gekommen hier. Zeigt aus, dass ich meine Aufnahme beendet, aber zum Glück ist jetzt nicht so viel passiert. Wir stehen immer noch hier in San Francisco am Startpunkt und wollen jetzt die Mission machen. Allerdings erst im nächsten Part und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.